Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es tatsächlich endlich mal um ein echtes neuronales Netz. Also wirklich jetzt mal ein Netz. Yeah. Was wir hier tatsächlich sehen, ist ein Feed-Forward Neural Network. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Es ist aufgebaut wie ein Netz und diese einzelnen Bobbel hier, also von hier bis darunter, das sind meine Neuronen, also Perzeptronen, so wie wir es im Prinzip bisher gesehen haben. Ja. Das hier sind meine Eingabevektoren, das heißt, das hier habe ich bisher auch schon immer angelegt, nämlich hier bei dem Perzeptron, das war genauso x0 bis xn und hier habe ich jetzt halt x0 bis xn so hingeschrieben im Prinzip, aber wir reichen x0 an das erste Perzeptron weiter, x0 an das zweite, x0 an das dritte und so weiter und so fort, bis wir eben bei dem letzten Perzeptron ankommen. Das ist der große Unterschied, das heißt, wir reichen diesen Eingabevektor hier nicht nur an ein Perzeptron weiter, sondern an alle. Und alle Perzeptronen bekommen alle Eingänge hier. Das heißt, auch irgendeins in der Mitte bekommt x0 bis hin zu xn. Also wirklich alle. Ja, das ist der große Witz dabei. Und das hier bezeichnet man als Input Layer. Das hier ist die Hidden Schicht, also die Hidden Layer sozusagen. Und das hier ist meine Output Schicht. So. Innerhalb von den Schichten sind jetzt meine Neuronen nicht miteinander irgendwie verbunden. Das heißt, von dem hier geht nichts hier rein und umgekehrt auch nicht. Aber jedes Input-Layer-Neuron gibt an jedes Hidden-Layer-Neuron seine Ausgabe weiter. Das heißt, das Hidden-Layer-Neuron bekommt wieder, wie gerade bei der Eingabe auch, alle Inputs wieder rein. Und genauso ist es bei der Output-Schicht. Jedes Output-Neuron bekommt jedes einzelne Hidden-Neuron als Input wieder. So, und das hier ist dann endgültig meine Ausgabe. Die wird sozusagen berechnet und das liefert mir nicht nur eine Ausgabe. Man kann die Output-Schicht auch nur auf eine Ausgabe legen, aber dazu kommen wir gleich. Ja, wir haben hier einfach mehrere Ausgaben im Prinzip, so viele wie ihr wollt. Okay. Der große Trick ist jetzt dabei, dass die Ebenen eben nicht genau gleich groß sein müssen. Die hier ist vielleicht vorgegeben, aber auch nur durch euch. Und dann habt ihr jede Möglichkeit der Welt, diese Schichten so zu gestalten, wie ihr es gerne hättet. Also das hier kann 1000 Neuronen haben, die hier kann nur 40 haben und die hier vielleicht nur 1. Das geht durchaus, gibt es sogar. Das hier können 1 Million sein, Input-Vektoren, wobei das ein bisschen viel werden. Also wenn ihr auf 1 Million oben seid, dann ist es nicht mehr wirklich so toll. Und das hier können vielleicht nur 2 sein, das hier können wieder 20 sein und dann habt ihr hier vielleicht nur 3 oder sowas. Also ihr könnt die wählen, wie ihr wollt. Noch kurz zur Namensgebung, die werden wir noch brauchen. Und zwar, ich habe euch schon mal eigentlich was vorbereitet hier, genau. Und das hier sollte nicht W sein, sondern X. So, okay, also wir bezeichnen diese Eingaben von unseren jeweiligen Neuronen mit X, I, J. Wobei I dann das Neuron ist, also das hier ist zum Beispiel das erste Neuron, dann hätten wir hier X1, bezeichnet mir alle Eingaben von diesem Neuron. Und X10 wäre dann eben das hier, X11 wäre das hier, X12 das hier, X1n das hier. Genauso zum Beispiel ist das hier jetzt Nummer 20, dann haben wir hier X201 wäre das hier, X202 wäre das hier oder X200 wäre das hier, X201 das hier, X202 das hier und so weiter und so fort. Okay, und die Output-Schicht, die haben wir hier, habe ich euch schon mal hingeschrieben, die bezeichnen wir einfach mit O für Output, O1, O2, O3 bis hin zu OM. M deswegen, weil sie ja nicht gleich groß sein muss wie die Eingabe hier. Die Eingabe kann N groß sein, die Eingabe M. Wobei M nicht größer oder kleiner oder irgendwie in irgendeinem Verhältnis zu N stehen muss. Das heißt, M kann 1 sein, M kann aber auch 10-mal so groß wie N sein. Puh, ja, damit habt ihr sozusagen ein neuronales Netz kennengelernt. Jetzt noch kurz zu diesen Gewichten. Wir haben hier tatsächlich auch die Gewichte, also das hier ist ein Gewicht, das ist ein Gewicht, das ist 1, das ist 1. Das ist sozusagen wie beim Perzeptron hier gewesen, W0 bis Wn durch. Aber wir haben auch hier Gewichte. Wir haben dieses Gewicht, dieses, dieses und dieses. Und wir haben auch hier Gewichte. Und damit sagen wir, okay, wir haben uns ja jetzt hier den Input, ach komm schon, wir haben uns jetzt hier den Input definiert als x, i, j. X0 oder x10 wäre zum Beispiel das hier. Da wäre das der Input von diesem Neuron. Und dann sagen wir hier W, i, j
ist dann einfach mein zugehöriges Gewicht. Das heißt, für mein Neuron 1 hier, der nullte Input wäre das hier. Das heißt, W1, 0, also W1 für dieses Neuron hier, der Input 0, also der hier, dann liefert mir W1, 0 genau dieses, diesen Gewichtsvektor hier, also diesen Pfeil sozusagen. Und wir haben damit auch nicht nur, ja, kurze Darstellung einfach, wir haben nicht nur einen Vektor an Gewichten hier und einen Vektor an Inputs, sondern wir haben ganze Matrizen von Gewichtsvektoren hier. Aber das einfach mal nur so zum Überlegen, damit ihr vielleicht ein bisschen reinkommt. So, die Outputs hier, die kann ich jetzt natürlich noch umschreiben. Meine Outputs sind wieder mal abhängig von der Funktion Phi, also Phi von der Summe von den ganzen Hidden-Dingern hier. Und die Hidden-Dinger sind wiederum alle abhängig von den Input, von der Input-Layer hier. Und die Input-Layer-Neuronen sind wieder mal abhängig von den Feature-Vektoren hier. Das heißt, ihr könnt im Prinzip hier eine Formel aufstellen, nicht ganz. Aber ihr könnt im Prinzip für jedes O eigentlich eine Formel aufstellen, wenn ihr lustig seid. Aber ich glaube, so lustig ist nicht wirklich jemand. Okay. So, jetzt fragt man sich natürlich zu Recht, wie zur Hölle soll ich auf diesem riesigen Teil lernen? Ja, wir wissen jetzt mittlerweile, wie man auf diesem Perzeptron lernen kann. Das können wir hier auf unser Feedforward Neural Network übertragen und damit dann anfangen mit Lernen. Ich hoffe, ihr habt noch im Kopf, wie die Standard-Error-Funktion, also der Mean-Squared-Error, aussieht und wie der funktioniert. Ansonsten habe ich euch hier tatsächlich nochmal das Ganze. Ja, behaltet den im Hinterkopf. Damit geht es dann nächstes Mal weiter, weil ich jetzt schon nicht mehr sprechen kann, wie man hört. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.